Willkommen zurück zu Yakuza Zero. Wir haben das dritte Kapitel gestartet und damit auch gleichzeitig unseren zweiten Charakter des Spiels kennengelernt, namens Goro Majima. Und dieser Charakter hat tatsächlich sein eigenes Inventar, seine eigenen Itemboxen und seine eigene Story sowie Substories. Und da sehr interessant zu sehen, dass Kiryu insgesamt auf 60 kommt, Majima auf 40, mit 100 insgesamt natürlich sehr, sehr beeindruckend. So, anderer Charakter, wie gesagt, wir haben alles anders, wir haben neue Items, neue Gegenstände, neue Abilities und wir können noch nicht wirklich allzu viel machen. Wir haben die Möglichkeit, jetzt hier schon mal so ein bisschen was anzufangen mit Power Surge 1. Und ich denke, da werde ich auch Run at the enemy and unleash a spinning kick with incredible force while running. Das können wir ruhig mal machen. Ich weiß nicht, wie sehr wir das wirklich in solchen Kämpfen einsetzen können, aber so ein bisschen anfangen, Geld zu investieren, sollte richtig sein. So, wir haben mitbekommen, wir sind der Manager von dem Grand Cabaret und der Besitzer ist aufgetaucht. Wir haben ein bisschen miterlebt, dass er Ex-Yakuza ist und scheinbar auch im Knast war und auch gleichzeitig, dass er scheinbar zurück zu Yakuza kehren möchte und dafür mehr Geld sammeln muss. Aber für jetzt haben wir die Aufgabe, ein neues Talent für unser Kabarett zu finden, denn unser Hauptmädchen wurde von dem Owner in ein anderes Etablissement eingesetzt. So, wir haben hier einen neuen Kampfstil. Es funktioniert zwar auch so wie... Nice. Wie man es kennt, aber da sind so ein paar Feinheiten dabei, auf die man definitiv so ein bisschen achten muss. Ich denke hier aber wirklich, diese Takedown-Fähigkeit ist sehr, sehr bösartig. So und einfach so. Wir werden mal in den nächsten Kämpfen natürlich versuchen, so ein bisschen auch jetzt hier den neuen Skill, den wir gerade gekauft haben, einzuarbeiten. You're no match for him. Aber wir werden trotzdem versuchen, schon in unsere Richtung nächste Story-Sache zu arbeiten. Gerade vor allem, weil wir aktuell noch nichts haben. So ganz kurz mal gucken. Okay, das ist einfach nur eine Karaoke-Bar. Auch das ist so etwas, was wir vermutlich irgendwann in der Zukunft uns mal angucken werden. Gerade so die ganzen Karaoke-Songs. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin mir noch nicht so sicher, ob sich das ernsthaft lohnt. Klar, die sehen ganz lustig aus von den Videos, auch wenn man sich selber kaum ernsthaft darauf konzentrieren kann. Aber ich hoffe, da ist irgendwie was dahinter. Außer halt, dass man vielleicht diese... Eine C-Piece? Weiß ich jetzt gar nicht, ob wie genau die Bezeichnung ist, oder CL oder wie auch immer. Aber da kann man ja halt das auch in der Theorie eintauschen. So, Odyssey, this is the place. Ready to make the magic happen, Majima? Also, da ich jetzt wieder auch keine anderen Sachen bisher machen konnten, mit Ausnahme vielleicht von Sachen kaufen, denke ich, gibt es keinen Grund hier zu zögern. Let's get to work. Can't just charge in and blow my cover. Oh ja, perfekt. いらっしゃいませ。お一人様ですか?ああ。すんません。ただいま満席でして、少々待っていただいても構いませんでしょうか?構わへん、待つ。ほま、すみません。そしたらこちらでお待ちください。よろしければお飲み物もお持ちしますが。ああ、そない気使んでええねん。のんびり待ちますわ。 Oh, it's me time. Full up, but still not turning customers away. Nice. Still, I will probably get in quicker if I don't put in a request for Nozomi. お待たせいたしました。一名様、ご案内いたします。こちらへどうぞ。 So wonder where Nozomi's at. Better scope things out first. So use the left stick
to look around the club interior, then press X to observe areas of interest. Und zwar Odyssey Recon wird das betitelt. The tables hoppen. One old guy in flashy clothes, a middle-aged playboy and a kid in rags. Bitte frag mich nicht, wer von den drei welcher sein soll. Gotta be entertainment biz, the director, the talent and the young ones, the PA or some piss boy job. Three customers and only two girls, feels off balance. That spot's looking pretty good. A pair of 50-something guys, designer suits, watches looking Italian, gotta be in finance, maybe real estate. Doesn't look like one's trying to impress the other, and they got a bottle on keep, must be regulars. Judging from how hard they are talking to those girls up, those guys are pretty deep. Big fish like them are what keep a place running for years. I'm not really feeling it. The hostesses feel oddly old-fashioned, like their clothes are screaming, let's relive the college years. Maybe it's a classic look, but I say it's straight up dated. Guys their own age probably don't get anything from it, but I bet it makes the old boys club feel right at home. The fact that all the girls got the same look means it's probably club policy, not their personal taste. Mal gucken, was wir hier noch so haben. The fuck? The hell is that? What the shit is that? Do us like a lust machine. It's Odyssey popular with that crowd. Is there even a crowd for whatever that is? Frag mich, ob das so eine Art Easter Egg sein soll, wenn man zu schnell irgendwie das findet, was man story-relevant finden soll, dass man den vielleicht übersieht. Weil jetzt, ne, er ist immer noch hier. The table is wide open. Thought this place was booked solid. Could be they keep a queue at the entrance even when there's space to make it seem like demand's high. Figures they wouldn't waste Nozomi on the first time. Still, I can probably pump good intel out of this gal. Okay, what's my plan of attack here? What do I ask to get info on Nozomi? Ask about Takako. Ich denke, das ist das Erste, was man logisch machen sollte. Takako-chan, was ist das? Ich bin seitdem Ski in die Hammer. Am Schumann war ich immer Ski-Jo, ich bin seitdem das war. Und ich bin der neue Wehr, der mega cool ist.誰か買うてくれへんかな。だせ、逆に貢いでもらうつもりなんやろ。そうなん、優しいお客さんおらんもん。なな、今ならうちにプレゼントするチャンスやで。ああ、せよ。サンタさんにでもお願いしや。ちゃんと靴下も用意しとかなあかんで。もうお客さん行けずやわ。ええもん、自分で買うから。 Why am I setting this girl up like a tool? Damn near forgot why I came in. Ich dachte trotzdem, dass es clever ist, anstatt zu sagen, ey, wo sind die anderen Mädchen? Okay, what's my plan of attack here? What do I ask to get info on Nozomi? Es klingt zwar logischerweise immer noch das hier mit am besten, aber auch nicht unbedingt so taktvoll. Dementsprechend, ich werde trotzdem mal Odyssey angraben und dann erst das. Bis es vielleicht falsch sein sollte. お前日この繁盛してるんか？まあ年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます？ほう、そうやったんか。けど、そない必死になって同伴させるほど
景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい。今月は絶対に刀全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますねん。なんやそら。自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん。うちもそう思うんやけどな。支配人はそう思ってへんみたいで、正直なんぼ同伴したって常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよね。ほう、なるほどな。So, looks like they're really desperate to beat the Grand here. Problem is, they're running out of steam. I will bet they would kill for some fresh clients. Okay, what's my plan of attack here? Ich denke trotzdem, dass es richtig war, das Ganze so abzuarbeiten. Einfach vor allem, weil man auch so ein paar Hintergrundinformationen bekommt. Wenn auch vielleicht nicht über jede interessante Sache. Sollen nicht, Timo. Konomise wa kawaii ko wa gyo san sorottor no. Und zumbu de nannin kurei orun ya?そう、100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど。ほんなら知らん子も多いんやろな。せやな、週に一度しか来ん子とかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。ほう、そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。ちゃいます。そんだけ辞める子が多いんです。辞める？なんで？うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。競争が激しいっちゅうことか。せやけど、そない中でも人気ある子っちゅんはほんまにすごい子なんやろな。そうですね。ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。 Bingo! I like where this is headed! そののぞみっちゅう子はどんな子なんや？のぞみさんですか？ほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまり良くないんやけど、まあ一言で言うと真面目な人ですわ。真面目？そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわ。せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんです。のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。ほんなら人気が出んのも当然やな。あーせやけど、この前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわ。あ、今の内緒にしてな。うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから。安心しいや、誰にも言わへんって。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。 Nice. Sounds like there's a good reason why she has got a reputation for being the consummate hostess. She will do just fine even with the high rollers.店の中くらいサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人はん。ようこそオデッセイ。楽しまれてますか。これはこれは山形はん、オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。すまんの、ちょっと外してもらえるか。お目当ては望みやな。さすがはうちとタメハル店の支配人や。
話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵情視察。それがあんたのやり方か。そないなことせんでも望みに会いたきゃ呼びますせ。説得でも交渉でもしたらえ。そないなことしてもトップのあんたがうんと言わな、ことは動かん。俺が説得しに来たんは望みやのうてあんたや、山形。私を？俺が見たところこの店確かに繁盛しとるが、客層がおっさんに偏っとる。今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら客層を広げんことには頭打ちや。うちは在籍100名を超える大箱です。客の好みにも幅広く応えられてんとちゃうか。いや、この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。若い男に受ける子が絶対的に不足しとる。まだ実は今オデッセは深刻な女不足や。一人でも多くの新人が欲しいちゃうか。根拠はあるんやろな。俺が店に入った時満席っちゅうことで入り口でチートばかり待たされた。せやけど中に入ったら空席が目についた。これは客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっちゅうことやろ。その証拠に男3人に女2人っちゅうテーブルがあった。普通はマンツーマンが基本。場合によってはクレームが来てもおかしない。よう見てはるな。ま、賢いあんたのことや。そんだけ言えば俺の腹は伝わったやろ。なるほど。こちらの事情は全てお見通しってわけやな。オデッセイのナンバーワンは望みや。けどその望みがおらんようになっても今の客層を支えるホステスは十分揃っとる。ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうか。それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりや。まずは手付けとして1000万。明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。おお。それだけやない。今うちで教育しとる新人、若い客層を狙って育てとった連中や。いわば将来の1番バッターちゅうとこが。そいつらから好きなの何人でも持っていけや。真島藩、あんたが目つけた秘蔵子をこっちによこすと。ああ、そうこうし揃った将来間違いなしの連中やで。ええんですか。敵に死を送るようなもんです。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わりあんたんとこには将来の売り上げを保証する。別にそっちだけが得をする話でもないで。なるほどな。あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしい。これが真島五郎のやり方っちゅうわけか。交渉成立ってことでええな。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなのはこれ限りにしてもらいましょうか。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいます。覚悟はええな。好きにせえや。さてっと、ええ酒飲ませてもろうた。お勘定頼むわ。勉強させてもらいましたからね。今日は私のおごりっちゅうことで。そらごちそうさん。ほな。本当ですか？ああ、なんとか引き抜き成功や。いつもいつもどうやってそんな。ま、いろいろあんね。望みのシフトとか詳しいことは明日話すわ。わかりました。
It's been a hell of a day. Time to get some grip and pass the hell out. Maybe I hit up Zotenbori Street tonight. Okay, damit wissen wir auch schon, wo wir als nächstes hingehen dürfen. Also was, ich bin mal ganz kurz auf freien Speicher, kurz trotzdem schnell noch. Einfach nur, weil da war schon halt ein bisschen Zeit, dass wir da investiert haben. Aber überraschend, wie friedlich man das Ganze dann doch scheinbar gelöst hat. Man hätte da bei Weitem aggressiver sein können. Und das ist gerade sehr interessant und angenehm auch zu sehen, wenn man so ein bisschen die andere Story im Hinterkopf hat, wo dann doch einfach ein bisschen aggressiver vorgegangen wird. So, wo genau sollen wir hin? Wir sollen also da komplett auf die andere Seite und interessanterweise hier. Das scheint also wirklich der Witz zu sein. Wir sollen im Endeffekt dann da runter gehen. War nicht so hundertprozentig klar, auf was das hinauslaufen wird. Aber finden wir das einfach mal heraus, würde ich sagen. So, bisher haben wir noch keine, glaube ich, Shakedowns hier als Gegner gehabt. Aber im Endeffekt, falls sie in der Nähe sind, haben wir das ja mit der Hervorhebung, wie viel Geld wir verlieren würden, ja eigentlich relativ schnell im Blick. Okay, dann haben wir zwischendurch hier nochmal einen kleinen Kampf. Nice. Oh, arme Sau. So, jetzt würde ich mal sagen, nice. Bin mir zwar auch noch nicht so. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, warum oder wie er den Skill genau eingesetzt hat. Ich dachte, man müsste ausweichen. Wieder dahin geht und dann gefühlt da klatschend das Ganze akzeptiert. Mal so ein bisschen gucken trotzdem, was man hier noch so sehen kann. Ich bin gespannt, wie viel man von diesen unterschiedlichen Bereichen, die man hier sieht, irgendwie ernsthaft betreten darf. Weil vor allem auch das Gebiet hier allgemein so ein bisschen kleiner ist. You think this is a joke, pal? What's that guy on about? Sounded pretty pissed. There's a fight going on down there. What kinda ass clown goes on a raid with a big honking sword like this, you moron? Don't you got any daggers or guns, you know, normal weapons? You can't see the appeal of a Chinese broadsword? This is why I was hesitant to sell it to you. You're making this about me, awfully cocky for a two-bit black market front. Whole point of business is to give your clients what they want. Sounds like an arms deal. This ain't something I wanna get involved with. I deal only with clients I respect. If you would prove that you are worthy of my weapons, undergo my test. Test? The hell are you on about now? You and I whisper. Defeat me and you will pass. I'm getting real tired of your high and mighty talk. Fine, you want to fight? I'll take you. See how you like your precious can opener when I'm using it on you. Indeed, that's the point. This is a test of your proficiency with a weapon. Ha! I ain't gonna feel sorry when you lose an arm or if I straight up end you. You dumb fuck. I hope you're prepared. You piece of shit! Holy shit! Oh, der Kampfstil sieht so cool aus!
The hell are those moves with that stick? That's no martial arts I've ever seen, but he got the other dude's sword looking like a damn chopstick. Son of a bitch. You fail. Oh? Yeah, well, what do you expect, giving me a shit sword like this? That stuff you got is a way better weapon. This is merely a piece of lumber, the sword you hold, on the other hand, is a masterwork I painstakingly crafted. What? But apparently you were unfit to wield it. I would ask that you do not return to my shop again. To hell with the damn shop. I hope it burns with you in it. Rumor said you were the dealer to beat, so I went to the bother of tracking you down, and for what? You fraud. Shit. I've just been staring. Don't wanna get dragged into something as dirty dealing. I'm outta here. Da steht er vor uns. Ja, so in etwa. Ah, Majima. Curious meeting you here. Oh, it's you. Don't spook me like that, Grams. I was merely wandering about in search of a place where the two of us could spare uninterrupted. That's so? Well, the riverside's occupied at the moment, a real nasty customer at that. His name is Fai Hu, a local arms dealer, quite the master himself too, so long as the weapons rest within his hands. What? You know that guy? I knew his father for ages back when he walked this earth. Checking in on him was half my reason for coming to Zotenbori. As long as we are all here, why don't I introduce you? Hey, I didn't ask for any favors. Oh, don't be so stubborn. This will be a good for the both of you. How do you figure? Besides, the time to sneak off has long passed. It seems Fei Hu has been aware of your presence from the start. What? Apologies, Komiki-san, but I do not trust this man. He has an air of danger about him. Now don't you go being stubborn on me too. Delay no longer and put him to the test. I can tell you already, this young man will most certainly pass. Say what? Why the hell do I gotta take a test? I got no business with this guy's shop. Come, come, Majima. I saw that look on your face as you bore witness to their fight. A look of inspiration. Shit. And now your silence speaks volume of truth. That curiosity of yours is one of the keenest tools in your armory. Yeah. Nothing fancy enough to call inspiration, just a few dumb thoughts rattling around. Yes, but what if there were enough to match Fei Hu's skill? They would be less dumb, stray thoughts, and more akin to a full-blown revelation. Whether you give that revelation life or snuff it out is your choice. Care to at least give it a try? Hey. Listen, I've had a long ass day and I'm tired as a dog. Let's make this quick. I assume you have no objections, Fei Hu. If you recommend him so strongly, very well. It is settled then. Now, what will be? The man is an arms dealer. He can procure for you most anything you might want. Nah, I'm good with that beat up old bat over there. Baseball bat? So, this should be quite an entertaining match, and as it's leaked a doggy. Steady now, begin. Shifty-eyed man. So, switch to slugger style. You can switch by pressing right on the directional buttons. Try to switch now. Oh, it's a 40 Waffe angelegt. Try mastering the strong defensive potential that a bat offers. When you guard using a weapon, you are less likely to be staggered by an attack. Use the bat to protect yourself against Fei Hu's vicious assault. Oops. L1 ist, okay. Okay, jetzt halten wir einfach die Taste, bis wir das ein paar Mal hinbekommen haben. Use Slugger Style to defeat Fei Hu and pass the test. Oh boy, okay, da muss man hier ein bisschen aufpassen, gerade vor allem bei dieser letzte Angriff. Oh, holy moly.
I certainly did not expect you to use a bat so well. You're quite the interesting fellow. Just remembered using one back when I was running raids on the competition. Think I've improved since then, though. Surprised me too. I knew you could fight, but I did not think of a spur-of-the-moment selection like that would get you far against Fei Hu. Shows what I know. So, Fei Hu, right? What do you think of my bad work? You passed with flying colors, of course. You are precisely the sort of person my business exists to serve. Your weapons shop, you mean? That's nice of you to offer, but as you have seen, I ain't really interested in the conventional stuff. Heh. So much the better. I'm not a common dealer pawning off weapons I have scavenged. That's cryptic. What do you mean? Are you free at the moment? My shop is quite close. I would enjoy the chance to escort you there to explain exactly what it is we do. Hi. This is our shop, the Dragon and Tiger, outwardly a Chinese restaurant operated by myself and my wife. Yeah? This is my wife, Long Hua. Your customer, yes? Many happy returns. And? You said it wasn't your average weapon store. What exactly is it then? Hi. Most of the products we sell here are meticulously hand-forged by me. Bespoke arms, you might call them. Made to order, huh? So you ain't an arms dealer, you're a smith, if that's what you're saying. Precisely. Now, if I may, I would like to explain how it is I go about making weapons. So equipment search and forging. At the Dragon and Tiger, you can enlist a host of agents to locate weapons, gear, and other equipment. They can be hired to hunt down the following three categories: gear, recipes, and parts. Put the agent's skill to use and gather the world's most powerful weaponry and equipment at your fingertips. So you send these agents around the globe looking for rare materials and such. That is pretty different. Our goal is all is to develop a robust network with arms dealers the world over, but some agents' work takes them far from civilization. So basically, you got these guys searching for treasure out in the jungle and shit. I'm all about that, actually. Indeed. Remote archaeological sites produce some of the most beautiful, wrought, and historically important weaponry. My shop is always on the lookout for such gems. Furthermore, customers whose contribution passed a certain level are given a special reward. Private arms lessons. Yeah? So I'm guessing that means you were holding back when we fought out there? Naturally. That was only a test. You are one slippery eel. Ah, speaking of fish, I just remembered I ain't ate yet. I'm half starved to death here. You said this place is a Chinese spot by day, yeah? Give me the house special, would you? Hiya! Your customer for that side of business too? You wait, I fix your feast. Hey, hab hier wiederhergestellt. Majima, there's a favor I would ask of you. What now? I don't need to tell you not to spread word of their business, but I also ask you to keep vigil over them. Why is that? The happy couple in some kind of trouble? I cannot share the details now, but in time their shop may draw the ire of a terrible foe. What's that supposed to mean? Nothing to worry yourself over just yet. I ask only that you drop by when you think of it. Perhaps buy something, send them out on a search, that sort of thing. Yeah, alright. I'm headed into the wilderness to train. Don't go letting that edge of yours dull either. Huh, the Dragon and the Tiger. So ist das dieser eine Shop, den wir im Endeffekt mitbekommen haben, den ich beim letzten Mal... Oh, ist nicht da, wo wir im Endeffekt die... Moment, das ist auch vor allem der vollkommen falsche Charakter. No, was ist denn hier? Also, das ist der Part, wo wir dann danach hin sollen. Ja, da war ja die Sache, wo ich halt die alkoholischen Getränke kaufen sollte. Da hatte ich ja auch behauptet, dass da irgendwo ein Waffenladen sei. Ich dachte jetzt, oh, das wäre das hier gewesen, aber falscher Charakter. Okay, gehen wir trotzdem mal ganz kurz da rein. Pa?
Faye Huber, run out of eggs again. You were supposed to be out shopping. Oh, sorry. A weapons customer stopped me to complain and I guess I got distracted. You guys seem busy. Want me to come back later? Oh, Majima-san, how are you? I'm sorry to had you see that. Hello, Majima-san. Anyway, back to X, Faye, who? Best price is at a market next town over. You're relentless. Alright, I'll be back with them soon. Oh, while you're there, you can look for equipment for Majima-san too. What? But I've never done agent work. You want Faye who to do what? He told you about agents like treasure hunters. But find equipments and parts, Faye who? Go find good things for Majima-san, make lots of money. Is this work really such good money? What do you do exactly? That's what we do, Majima-san. Und auf einmal die Musik hier auf. Dispatch agents to locations in Japan. Expenses are lower when compared to dispatching overseas. Of course. The selected destination costs and obtainable items vary by region. So. Select a destination. Hercules Sporting Goods, just a regular sporting goods shop, sell baseball bats and golf clubs. Okay. So, jetzt haben wir Select Agent. Select Agent fees and success rate vary by agent. Guaranteed find steel? Lucky find dagger. Equipment rate metal bat? Und Parts Rate ist Plastic, Iron und Lead Ingot mit jeweils 40. Also ich gehe davon aus, dass die Zahl die prozentuellen Chancen sind. Garantierte Feind ist Steel, Fragezeichen, Fragezeichen für Dagger und Metal Bat und 40% jeweils für Plastic, Iron und Lead Ingot. Alles klar. Also noch eine zweite Seite. Achso, hier kann man auch drüber. A weapon craftsman who's much happier in his workshop but is sometimes forced by his wife to take on assignments as a weapons agent uses a large travel bag. So, das kostet... Achso, wir können extra Geld investieren, um die Chancen nochmal zu verbessern, Sachen zu bekommen. Alles klar. So, dann würde ich sagen, wir gucken einfach mal, wie viel Geld wir investieren müssen, damit wir bei 50% bleiben. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mit 8000 oben drauf. Das ist zwar so ein bisschen 8001. Ein bisschen gierig, aber einfach mal zum Testen. Dann das Geräusch von dem Flugzeug. Okay, search request done. Next time you choose agent and destination to search. Oh, and don't forget you can pay a little extra too. Extra funds motivate agents, get better things and also come back sooner. A little tip to get them to work harder, eh? Makes sense. Alright, good luck, Feihu. Thank you. I will do my best. I will contact you on your pager when I return, so you can come pick up what I find. Donghua, make sure to lock the door when I'm out. I'll be going now. So, you dispatch an agent. To see how long the search will take, press the options button and highlight equipment in the pause menu. You cannot dispatch another agent until the first one returns. When enough time passes, you will receive a notification on your pager to return to the Dragon and Tiger. Okay, also damit haben wir dann gesehen, wie das grob funktioniert. Gear Search completed in 4:02. Was auch immer das sind. 4 Minuten, 4 Stunden. Okay. Gucken wir nochmal. Das scheint also wirklich Ingame-Stunden zu sein. Okay, wir haben damit, denke ich, erstmal so ein bisschen den Anfang für... Hm? What's that girl doing by herself? She's lost the doll girl. You know what? Why not? Hey, kiddo. Where's your mom? Are you lost? I'm 230 years old. No, I'm not. No? Then what are you standing around for all by yourself then, huh? No reason. What's with this kid? She's doing it right, not talking to strangers, but it's dangerous here. Better send her packing. Listen, why don't you hightail it back to your mom instead of loafing around here? This ain't no place for kids. Okay.
Off with you then, you little scamp. Kinda looked like she had something to say. Still, she ain't lost and ought to make it home okay. Just hope there are no troublemakers lurking about. Huh. Moment, da hinten ist auch nochmal jetzt eine Person hervorgehoben hier? Oder ist es einfach nur Dragon and Tiger? Das könnte die auch sein. Weil das hatten wir nämlich bisher auch noch nicht so richtig. Aber halt, warum wird das hier als extra Charakter hervorgehoben, wenn wir den haben? Also hier steht ja auch bei Weapon und Armor Shop. Hm. War nicht ganz klar. So, ich würde sagen, wir verlassen mal das Gebiet. Vielleicht passiert da nochmal was. Oder vielleicht soll man ganz bewusst ein bisschen auf sie aufpassen. Zumindest bewegt sie sich jetzt noch nicht so wirklich weiter. Das ist auch die Frage zum Beispiel. Können wir mal ganz kurz gemeinsam schnell gucken. Substories. So, wenn wir jetzt hier rüber wechseln. The doll girl. The little girl in front of the arcade seems to wanting something, but she can get on her home on her own. But no one's decided to harass her. I hope no one decides to harass her. Also vielleicht sollen wir da wirklich reingehen und irgendwas kriegen? Okay, dann gehen wir da einfach schnell rein. Und gucken wir einfach mal. Hi. Have a good time. Thank you. I guess. Die sehen cool aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld ich investiert habe, aber trotzdem. So, der zweite fahren damit. Wollte den dicken haben. Jetzt muss ich einen von denen nehmen und... Oh, das ist zu... Da ist überhaupt nichts. Ah! Komplett falsch den Winkel eingeschätzt. Oder die Perspektive. Ich will den... Okay, wenn ich den dann nicht so einfach bekommen kann, dann will ich versuchen, den so ein bisschen weiter in der Mitte zu kriegen. Ich will Chubby Boy. Ist das besser? Come on, you can do this. No! Ist er damit einfacher zu bekommen? Kann ich hier irgendwie mich eigentlich umgucken? Ich meine, ich kann hier zum Beispiel das leicht bewegen. Interessant ist, aber halt. Ich hätte ganz gerne eine Möglichkeit. Oh, nice, I can. Man kann wirklich den Stick so kontrollieren und wenn man in die Ecke kommt, geht er wirklich rüber. So, meine Frage ist, oh, man kann ihn auch so dann gleich bewegen. Das ist natürlich cool, man kann sich dabei nicht nur umgucken, sondern auch selber frei entscheiden. Ja. Ich versuch's nochmal. Vielleicht liegt er jetzt von der Position her besser, um ihn zu greifen und auch zu behalten. No! Goddammit. Und das ist natürlich dann das Problem, wenn das Zeug dann liegt und man nicht gefühlt die Chance hat, mehr da ranzukommen. Probieren wir mal. Oh, die Hüte vielleicht von den anderen beiden. Shoot! No! Ah! Ich hatte wirklich gedacht, wenn man einfach den in der Mitte nimmt. Ich wollte nämlich nicht die ganz links nehmen oder ganz, ja, doch, ganz rechts nehmen. Weil man muss dann halt das Ganze doch so ein bisschen kriegen. Okay, dann gehen wir jetzt einmal nochmal hier rüber. Wollen aber wieder nicht den letzten wählen, sondern den zweiten. Oder den so gesehen jetzt ersten. Aber wieder verhindern wollen, dass die irgendwie an den Hüten von dem anderen Kollegen hängen bleibt. Oh, an den Haarzöpfchen. Come on! Yeah! Nice. Kyo-cha. So, das ist jetzt hier eine Puppe. So, und wir werden einfach mal hingehen und versuchen hier auch mal den anderen Kollegen, wobei der Name jetzt nicht für einfällt, aber das sind auf jeden Fall diese untoten chinesischen Sachen. Das ist weit vorne vermutlich, oder? Ja, das war das Problem. Den hätte man vermutlich wirklich am Hut kriegen müssen.
Okay, ich habe das jetzt mal ganz kurz gemacht, einfach mal zu testen, ob man ihr irgendwie sowas geben kann. Gerade vor allem, wenn man den Namen des Quests nochmal so in Erinnerung ruft. That's my pager. 65810 and 29 make a dragon, tiger and equipment. Something must have come in. Ja, das ist so hier interessant, wie in Japan gerade vor allem auch Punts funktionieren, die auf Nummern basieren. Aber weil halt das Ganze so aufgebaut ist, dass man gewisse Sachen auf eine gewisse Art und Weise lesen kann und das ist immer durchaus interessant. Looks like Fei who's back from the equipment search. Wonder what he has found. I got a swing by the dragon tiger. Das werden wir natürlich auch noch gleich machen. Check it out, a little kid all by her lonesome. Eh? She ain't old enough to hustle. Keep your eyes peeled, would you? No fool, grab the kid, shake down the parents. Easy come, easy go. Pretty smart. Would be some nice cash in that. Let's do it. Here we go. Got something real nice for you, little girl. Fand ich interessant, dass wir da selber hingehen mussten. Wir hätten auch einfach schon mal weggehen können. Come over here. Don't wanna. Ha, little fucking brat. Yeah, coming one way or the other. Ah, no. Leave me alone. See? What I tell you? Who the hell are you? An old man? Nobody special. Just looking for out for a stranger. Stranger? Then mind your own business. Don't go getting any ideas or you make sure you regret it. Next time, you ought to take my advice and head straight home, kiddo. This is a dangerous town full of scumbags. Scumbags? Nobody calls me scum, but bags is okay. Oh ja! No, der eine hat sofort ein Schwert hier am Start. Holy moly. Nice! Okay, schade. Da hatte ich so ein bisschen gehofft, dass er schon so auf den Gegner eher... Oh, der hat den... Ja, aber auch wir können blocken, mein lieber Freund. Okay, damit kann man auch arbeiten, aber hier reicht das. Das hat überlebt. Weiß nicht mehr. Look, we're sorry. Give me a break. Good for nothing, losers. Thanks, sir. Sir, I'm only 24, you know. That's it. Anyway, as I was saying, why don't you head on home? Okay. Something wrong. You and your mom fighting? No. Then what's up? The doll. Huh? The red chestnut, the squirrel. Chestnut the squirrel? You mean that red squirrel prize in the UFO catcher? Yeah. You want that? Yeah. I'm sure your dad buy you one if you ask nice. What? Don't have a dad. Oh, sorry, scamp. It's okay, I'm fine. Still, no point hanging around here. You can't get it yourself, can ya? It's okay. I don't need it. But it's so cute. I just like to look at it. Yeah? You're a strange kid. Alright. I gotta get going. Okay. Friendship with the doll girl. You got to know the doll girl. Interacting with her will gradually fill the friendship gorge. You can check the status of this gorge in the completionist. Red chestnut screw it all, huh? Can't have a stand around here all day, so I'll grab one. Maybe I'll give it to her. Okay. Red Chestnut. Sonderweise, die wurden jetzt hier alle schon wieder neu bestückt. Ich will erstmal schnell gucken. Sonderweise, hier kann ich nicht um die Ecke gehen. Vielleicht muss ich wirklich erst Geld investieren. Ich gehe davon aus, dass das dann auch wirklich die weibliche Variante sein soll. Maybe? I don't know. Ich meine, es ist nicht so, als hätten wir Geldprobleme. Da wir haben weniger Geld als mit Kiyo, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir bisher noch nicht allzu viel gespielt haben. Wir müssen sie vermutlich am Hut packen. Alles andere wird ein Problem.
Wir hätten da fast eine ganze Armada von Zeug mitnehmen können. So, genau, wir können weiterhin uns bewegen. So, das ist ein bisschen problematisch. Ich werde es jetzt logischerweise noch weiter versuchen. Und das Fiese ist ja, ich glaube, wir haben diese Figur mit dem anderen Charakter bereits bekommen. Das wird aber richtig schwer, die zu bekommen, ja, einfach weil die so doof von der Statur oder von dem Bau der Figur ist. Das wird nicht besser. Ich glaube, die müsste man wirklich anderswertig greifen, also wenn man wirklich den Kran drehen könnte. Ich glaube, das würde helfen. Das hier hilft eher weniger. Ich gehe mal von aus, würden wir dann halt zu der Dame am Eingang gehen, dann könnte man das vermutlich hier nochmal neu bestücken lassen. Why? Ich denke, machen wir einfach mal, einfach um vielleicht auch die Chance zu erhöhen, ein paar mehr von denen hier in den Automaten zu haben. War wirklich gut, mit dem einen extra Kampf haben wir nochmal einiges an Geld eingenommen. Talk to people, hooray. Have a good time. No, okay, dann müssen wir hier hinten zu dem Kollegen hin. Muss ja auch ein Job sein, da einfach nur am Eingang zu stehen und mehr oder weniger so überhaupt nichts machen zu dürfen, außer Leute zu begrüßen. Und das ist ja eh halt eine interessante Kultur, die die da haben. Can you put new stuff into the UFO catch? Of course, please give me a minute. Und zwar soll der Witz sein, dass du halt wirklich angeschrieben wird. Ja, guten Morgen, guten Tag, hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich meine, haben wir auch zu einem gewissen Grad. Thank you for waiting, aber es soll halt angeblich sehr, sehr, sehr laut sein, sehr, sehr aggressiv sein. Okay, wir haben dort welche und wir haben hier welche bekommen. Okay, wir haben einen Kappa da drin, wir haben ein paar Pokémon da drin. Und diese Monster Hunter Viecher, wie auch immer. Und man sollte mal Jurassic Park sagen? Muss ich ja Jurassic Park. Okay, wir haben also da hinten in der Ecke die Ehre hinzugehen. Und ja, es kann wirklich passieren, dass wir heute den Rest des Teils damit verbringen, nur dieses Scroll-Ding zu kriegen. Damn. Das lief doch ganz gut. So, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Quest lustig weitergeht, indem man weitere von denen sammeln soll. Dementsprechend sammeln wir einfach mal noch mit den gerade vor allem verbleibenden Tokens, die wir jetzt hier noch haben. Ja, okay. Das ist etwas, mit dem wir rechnen mussten. Aber ich werde es nochmal probieren, vielleicht gerade jetzt liegend. Das könnte jetzt zu weit drüben gewesen sein, um den ernsthaft zu bekommen. Ja, es geht, wenn er den mit einer Seite... Da hat er jetzt gerade so überhaupt nicht gegriffen, weil er nämlich mit dem anderen Ding hängen geblieben ist. Oh wow, so schlimm ist es nicht. Wir hatten eh noch zwei Versuche und unsere Hauptsache gefunden. Okay. What? You're still staring at the chestnut, the squirrel doll? Huh? Oh, yeah, I am. I have one of those red chestnut, the squirrel dolls now. Maybe I ought to give it to her? Yes. Bah, fine. Here. You hand it over, the chestnut, the squirrel, red. Wow! It's a red chestnut, the squirrel. It's adorable. Yeah? Well, it ain't exactly my thing, so why don't you keep it? Really? Thanks, sir. I never got a present from anyone besides my mom before. Best day ever. That so? Well, glad you like it. Now, will you get on home? Yeah, I'm gonna tell my mom all about it. Thanks, sir. Was auch immer die sie gesagt hatte zuletzt. Boy, the little scam's a handful. But it feels kinda nice to make a day like that. Sweet. Dann bin ich mal gespannt, wann sie hier wieder auftaucht. Und natürlich, jetzt wollen wir natürlich auch gleich hier die nächste Sache noch machen. Wieder hier zurückkehren. Okay, mit ihr reden? We got equipment search results.
visited an old, run-down shopping district near Sotenbori, managed to sneak into the store despite suspicious looks from the shoppers. Und language barrier, no choice but to rely on signs and gestures. Sowie success, mission went reasonably well. So, Feihu, budget huh, location huh? Items obtained the dagger, recipes obtained metal bat und parts obtained 1 steel und 5 irons. Nice. So, here you can receive the equipment, item recipes and parts or assets found by your agent. Equipment is immediately ready for use, recipes enable you to craft equipment, provided you have all the necessary parts and enough money to pay the fee. If the name of an item is not shown in the crafting menu, it means you have not yet discovered the parts or equipment required to make it. Dispatch agents to various locations to obtain many different types of parts. Once you obtain a new piece of equipment, it also becomes available for purchase in the shop. Crafting it will be cheaper than buying. Equipment recipe parts. Not bad, Feihu, not bad. I'm not a professional agent, but next time we will call one of the agents in our network. I will continue looking for more agents as well. I hope to expand our network to get better information on powerful equipment and acquire more resourceful agents. As you might imagine, the more valuable the equipment, the harder it is to get it. Makes sense, I guess. If you got a one-of-a-kind weapon, you ain't gonna wanna sell it to some agent guy. In those cases, the agents can bring back recipes with information on how to create a replica. I can then create or recreate the items in my workshop. But you need parts for that. So get parts. We have some spare ones here. You can have them for free. You lucky man. Lead ingots. Nice. You got quality iron. Wir werden also hier von Anfang an gleich was machen dürfen. Iron Gears. Wirklich so richtig passend, wie man sich vorstellt. You got timber. Hooray. You got driftwood. Und cursed handcuffs. The hell are we getting here? Flintstones. And a Flintstone. You can find parts at regular shops too. Look around in Shofukusho. Shofukusho, vermutlich. You can bring parts. We make equipment. You bring money too, otherwise we don't eat. I can craft or sell you more of any equipment you already obtained in the past. Getting just the recipe without ever having the item made doesn't count though. Got it. I sent agents off to find recipes and parts for you to make me awesome weapons and protective gear. Sounds good. I gotta start saving up so I can afford all that. Wait. Feihu. Eggs. Where are the eggs? Oh. I'm sorry, I was so busy with the equipment search that I forgot all about the shopping. Again. Ich finde es lustig, dass die Egg-Sache wirklich hier nochmal auftaucht. Majima-san, it will take some time to make preparations for a more sustainable equipment search. Sure, take your time. I will find something to do and come back later. But good luck with the prep. Okay, und damit werden wir dann auch sofort hier wieder rausgeworfen. Wonder how Feihu and Longhua's doing, I'll drop in to see later. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass das diese Aussage wirklich war, dass wir da erst später... Hm? It's that girl from the other day. Ach, goddammit, okay, wenn wir eh schon sind. You back, kiddo? I told you it's dangerous to hang around here alone. Hey, sir. How about you drop the surfing, huh? Now that know what you got, yeah, hang around here now. Come on now, speak up when somebody asks you a question. I'm looking at the blue chestnut, the squirrel doll. What? Now it's the blue one you got your eyes on. Yeah, the blue chestnut is super cute too. If you say so, you got your heart set on that now. No, you got me the one the other day and I'm happy to have it. I'm not greedy. I don't have a daddy. My mommy is at work all day, and she says there's no money for frivolous things. Frivolous, hätte ich verstanden. So I just want to come look at it. Well, you ought to head home soon. Don't want your mom worrying about you, do you? I know. I just want to look at it a little longer, then I will go home. Every second you stick around this part of town, you risk too much, kiddo. The only way to keep her safe is to grab that blue squirrel when I get a chance. Alright! Here we go again!
Okay, also wir gehen wieder hier hin. Und wir brauchen den da, okay. Immer ist besser, wenn man so halbwegs versucht, das so aufzubauen, dass man auch ungefähr dahin kommt. Greift den Hut, greift die Backen, irgend sowas. Wow. Wow. Dass wir den bekommen haben. Wow. So, logischerweise, wir probieren das weiter. Das war vielleicht ein Ticken zu weit. Aber vielleicht, wenn er den an dem Hut packt. Ja, da war zu erwarten. Also da sind so ein paar, die von der Form her sehr unangenehm sind. Der war vielleicht ein bisschen zu weit vorne. Ich meine, das ist nicht so schlimm. Für das Quest brauchen wir jetzt erstmal nur die eine Sache. Oh, der hat auch noch einen Schnappen. Das ist fies. Die stehen sich so gegenseitig im Weg. Das ist gar nicht so einfach, an irgendwelche Sachen reinzukommen. So, tut mir leid. Jetzt muss ich aber weiterspielen. Weil das Lustige ist, man kann das Ganze halt einfach immer wieder spielen, wenn man gern Geld mehr haben sollte. Eben einfach. No! Come on! Jetzt liegt der vor allem so doof. Man geht einfach hin, weil man kein Geld mehr hat und verprügelt einfach ein paar Leute. Nicht etwas, was man unbedingt im echten Leben machen kann. Oder sollte. Come on! No! Wow! Wir hätten den Vogel fast bekommen. Ja, doof ist nur, dass halt Chestnut Girl da halt meinte, einem Weg zu stehen. Das ist vermutlich zu weit vorne gewesen. Ah. Und das Fiese ist, viele von denen gibt es nur richtig miese Punkte. The hell? Also irgendwie. Ja, ich wollte schon. Okay, das war jetzt. Nicht so hundertprozentig richtig. Ich weiß nicht, wie man die kriegen soll, die wirklich hier gleich am Eingang stehen. Denn der Kran bewegt sich dafür dann doch immer noch so ein Ticken zu viel. Ja, und jetzt zieht er natürlich halt so überhaupt nichts. Ja, das ist jetzt der letzte, den wir machen, weil. Und jetzt hier haben wir ja bereits. Eine große Frage ist wirklich, was man mit dem Zeug macht, was man doppelt bekommt. Man einfach das verkaufen kann? No, das sieht gut aus. Nicht zu viel Wackel. Nice. Wokun. So, jetzt haben wir noch ein. Ich überlege, ob man sich einen von diesen doofen Dinos holt. Na. Ich würde ganz gerne noch einmal Bird versuchen. Greif ihn an dem Hut. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Nice. Nice. Das sah überhaupt nicht danach aus, als würden wir den kriegen. Nice. Man weiß nicht genug Zeit, um zu lesen, was dahinter steht, aber egal. So, dann überreichen wir das natürlich jetzt auch hier gleich nochmal. What? You're still staring at the chestnut, the squirrel doll? Huh? Oh, yeah, I am. I have one of the blue, those blue chestnut, the squirrel dolls now. Maybe I ought to give it to her? Yes. And look, here's a blue chestnut, the squirrel. Wow, it's a blue chestnut, the squirrel. You gotta take care of him. Squirrels ain't my thing. Really? I can't believe it. Everyone's going to be so jealous when I show them at school tomorrow. Jealous of the little thing? Yeah. The other kids always talk about their daddies buying them dolls, and they show them to each other. I get left out whenever that happens. But now I have something to talk about. I'm glad for you, Scamp. But I ain't your daddy. I wouldn't really know, but don't daddies buy things for kids? I suppose it depends, but that's a dad thing, yeah. I knew it.
So if I did have a daddy, he'd be kinda like you, right? Huh? How you figure? Because you gave me two adults. I did, but... See? And you look old enough to be a daddy, so you're just like a daddy to me. How old does this kid think I am? I wish you could be a real daddy, sir. What am I? War, war, war. You know that ain't gonna happen, right? Well, can I just call you daddy then? Say what? Oh, you don't want me to. My choice, are sir or daddy, huh? Ain't too fond of either, but what's the right play here? Insist on Majima-san. You gotta show respect to your elders. How about using my proper name, Majima-san? Majima-san. That's better. Bah. Now I went and hurt her feelings. Why is this all to be so damn hard? Call me whatever you want. I don't care. Really? Yay! I like daddy best then. I'm getting some mixed feelings here, kiddo. You best get back to your mom. Okay. Bye, daddy. You take care on your way home. Adorable zu einem gewissen Grad, aber das wird vermutlich nicht gut verlaufen. Are you real? No, you're not. Maybe. So, wir werden für heute tatsächlich jetzt erstmal hingehen und zurück nach Hause gehen. Zu unserem Apartment. Und dann gucken, wie die Story weitergeht am nächsten Tag. Und auch, wie es dann bei dem Dragon and Tiger aussieht. Und eventuelle weitere Sidequests aufpoppen. So, nur nebenbei so ein bisschen aufpassen. Ja, okay, hier werden wir nochmal ein bisschen Spaß haben. Have a heart and help me, please. What are you looking at? Scram, or we will beat you into a pulp. They will have to scrape off the street. Big words for shitlords like you. We'll make you regret not doing as you're told. A man in black. Au! Da war natürlich wirklich schön zugeguckt, wie man einfach auf die Nase bekommt. So wichtig ist, man kann in der Theorie auch Leute mit einer Greifsache bekommen, jedoch ist es was anderes. Ei, ei, ei. Nice, also das gefällt mir immer persönlich, wenn es die Möglichkeit gibt, Leute auch nach dem eigentlichen Schlag noch treffen zu können. We're sorry, we won't cause any trouble again, promise. You taught those dirtbags a lesson they will never forget. Thank you. Here's a little something for you. Slightly battered iron gear. Nice. Das können wir natürlich wirklich gebrauchen. Okay, wir haben so ein bisschen Schaden genommen. Das würde so ein bisschen das Problem von diesem Kampfstil werden. Ansonsten, wenn wir hier schon sind, Inventory. Beim letzten Mal habe ich so ein bisschen angemerkt, hey, das ist diese Zombie-Sache. Und genau, die heißen Jiangshi Reanimated Corpse. Dann können wir nebenbei nochmal so ein bisschen gucken. Wukun, the child of the family of mysterious creatures. Und the pink stuffed bird toy is cute and chubby. Yes, it is. Ich find's immer cool, wenn da halt so... Oh, okay. Catch that guy! Guten Tag. Ansonsten interessant ist, tauchen immer irgendwelche Symbole hier auf, während wir eigentlich nur dort stehen. Ich habe noch nicht die Sache wirklich herausgefunden, was man machen muss. Oder warum das ausgelöst wird. Au. Ja, man sieht mal, hat so eine gewisse Openings natürlich. Zum Beispiel da war es jetzt hier, genau das. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum der das macht. Ob was man warten muss, dass man das so einsetzen kann? Ah, das war sehr beeindruckend. You gotta be kidding me, right? Okay, würde ich sagen, wir gucken einfach mal ganz kurz, ob wir hier irgendwas herausfinden können. Kann man irgendwie Moves oder ähnliches herausfinden? Notepad Characters. Gucken, was hier so dabei ist. System Battle Fighting Stances. Also sind so scheinbar so ein paar allgemeine Sachen. Talking, ne, taking on Kuze, taking on Oda, sind ein paar interessante Sachen dabei.
Enemy Obstructions. Gucken wir mal so ein paar Sachen an. Okay, also man kann hier wirklich einfach mal so ein paar Sachen nachlesen, die wir erlebt haben und auf den Pop bekommen hatten. Nimmst du auch die unterschiedlichen Charaktere. Das ist natürlich ganz cool, dass man sowas immer nochmal nachlesen kann. Gerade wenn man vielleicht nicht jeden Tag dieses Spiel spielt. Kann das durchaus hilfreich sein. So, mein Problem bleibt aber trotzdem. Irgendwas Lager-Style werden wir mal gleich mal gucken. Ob man da nicht sogar schon so ein bisschen All-Out Swing. Use a unique slugging stance to unleash a monstrous powerful hit that takes down everything it touches. Running Assault. Slugger Attack. Okay, das ist natürlich alles jetzt hier schon so ein bisschen teurer. Okay, also ich würde sagen, hier werden wir tatsächlich sogar schon so ein paar Sachen mal investieren. Ich denke, wir werden es zwar noch nicht komplett übertreiben. Aber zumindest mit den beiden werden wir mal kurz anfangen. Und den Rest werden wir uns auch kurz aufsparen. So, was ich eigentlich machen wollte, ist hier klicken. Um ganz kurz nochmal hier, Traditional Japanese Cuisine, wo man da nicht nochmal schnell essen geht. Einfach nur, um die HP wiederherzustellen. Aber sicherheitshalber. Weiß nicht, wie das Spiel reagiert, wenn man so den Tagwechsel hat. Weil ich nicht wirklich weiß, ob das überhaupt so ernsthaft existiert. Oder ob das wirklich nur für storyrelevante Sachen gedacht ist. Welcome, sir. Will you dine with us today? Yes. Yeah. This way, please. Oh, what do you like? What do you like today? Let's see. So, soup of the day. Our soup of the day is made with only the finest seasonal ingredients. The sashimi platter. This platter features carefully selected seafood that's in season and that the fresh flavor of the sea's seasonal riches. Hokori Kaiseki, course, was carefully designed by our head chef and costs schweine viel. This full Hanari Kaiseki course comes with an endless array of dishes created by our head chef. Snow crab course, this lavish full course features solicent snow crab. Matsutake set. Enjoy the delectable fragrance that only Matsutake mushrooms can offer. This lavish set is fit for a king. Kostet dafür aber nicht so viel. Und dann grilled marbled Wagyu. Wagyu! No, Wagyu! Wagyu too! This grilled Wagyu beef is exquisite. Its incredible marbling makes it melt in your mouth. You know what? Why not? Friendship. Okay, interessant. This is great. Was the food to your liking? Yeah, definitely. Thanks. By the way, did someone recommend our restaurant to you? Nah, I was just passing by and thought I would try it. Haha, now that's a surprise. Huh? What's so strange about that? It's just that we don't often get young customers like you, sir. The younger generation, the young generation, all about the quick food craze, no? At least that's what they say on TV. You mean fast food? I indulge sometimes. Didn't know it was some big fad, though. Young people always want to try new things, and this fast food is so trendy nowadays. Mason and all his college friends only eat at fast food places, not proper restaurants like this one. Aber nicht vergessen, dass bei in Japan Leute ganz gerne zu Weihnachten bei KFC essen. Und da wir wirklich hier reden, dass da Leute schlangenweise darauf warten. Sehr merkwürdig. Und auch nicht vergessen, dass bei denen Melonen $50 plus kosten können. But you didn't come here to listen to an old man complain. I won't bore you with that anymore. Do you mind if I ask you your name? I'm Majima. Well, Majima-san, I hope you come back to visit us again. So this could be the beginning of a friendship with the Komian Shi, chef. Interacting with him will gradually fill the friendship gorge. You can check the status of the gorge at any time, genau. Yeah, I will be back. We hope you will dine with us again, so. Immer interessant zu sehen,
wenn gewisse Sachen anders ablaufen. Hier zum Beispiel konnte man nicht selber entscheiden, wann man rausgeht. Man wurde einfach rausgeschmissen. Wow, das ist natürlich auch zum Beispiel interessant, wie klein der Weg ist, um hier hinzugelangen. Hey, hold up, Majima, okay.誰やお前。オデッセイの門やって言うたら心当たりあるやろ。オデッセイ。望みの引き抜きなら山形と話はついとるで。支配人が納得しても俺らが納得するか。無理によってうちのナンバーワンを引き抜くた。ええ度胸しとるやないか。 あんた、お客様は神様や言うて、客に土下座までするらしいやないか。夜の帝王かなんか知らんが、情けない話やで。そんなに金が欲しいか。客には通用しても、俺らに土下座は通用せんで。ま、試しにやってみてもええけどな。 お前らの言う通りや。あ？お客様は神様や。<笑>うちの店に来た客になら土下座でもするし靴でも舐めたるわ。せやけど、客やないなら話は別。まして喧嘩売りに来たチンピラなんぞに俺が優しいと思うな。 Ha, interessant. Goons. Holy moly! Wo kam der denn her? Also dieser Swing ist nicht... Au, gar nicht falsch. Oh, mitten in der Kombo umgekippt. Boo. お前は。お前ら仕返ししたかったら店に来いや。客としてなら土下座でも何でもしたるわ。好きにせ。ただその後どうなるかは保証せんぞ。お客様は 神様やからな。 Okay, jetzt werden wir hier nochmal rausgeworfen. Und ja, wir gehen einfach rein. この街は牢獄や。
俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟。Okay, wir haben ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Weit nicht so viel Geld gemacht. Aber wir hatten auch jetzt nicht allzu langes Kapitel einerseits hier. Und dann sind auch nicht so viele Kämpfe. Sehr interessant zu sehen, wie viele Leute uns da irgendwie beobachtet haben. Und das ist ein bisschen schwer zu erklären, warum. Ich dachte erst irgendwie, der wird irgendwie beobachtet, dass Leute halt von der Yakuza ihn irgendwie bewachen würden. Aber dann hatten wir den einen Typen auf der Straße, der vermutlich mal obdachlos war. Und dann der Typ auf dem Schiff. Und das wirkte dann eher schon wieder so wie Neid. Also man sagt, oh, der hat hier die Möglichkeit, wenn auch ziemlich schäbig, aber immerhin in der Stadt leben zu können. Also da ist noch nicht so hundertprozentig klar, wo das hinführt.